Schon bald, in weniger als 24 Stunden, wird hier auf dieser Strecke das letzte Rennen beginnen. Ravenwest, Volz und Seneca sind das ganze Wochenende Trainingsrunden gefahren. Und die Stimmung ist wirklich sehr, sehr angespannt. Hey, Ajit. Was gibt's? Es gibt da was, was du sehen solltest. Was, deine Selfies? Zuerst habe ich nicht geglaubt, was sie mir gezeigt hat. Hier, das ist kein Witz. Sieh dir das an. Und ich dachte nur... Wow. Das ist das Letzte. Sogar für die. Regelwidrige Mods in der computergesteuerten Lenkung. Nicht gemeldeter Sekundärantrieb. Sag mir, Ryan, hat dein Neffe auch nur ein Rennen fair gewonnen? Worüber reden wir hier? Du hilfst Nate beim Betrügen. Klingt, als hättest du was Falsches gegessen, Adel. Das Traurige ist, ihr hattet es nicht nötig. Ihr habt eine gute Fahrerin. Aber ihr bremst sie aus, weil sie nicht McCain heißt. Warst du das etwa? Das ist das Ende deiner Karriere. Ich hoffe, du weißt das. Weißt du was? Mir reicht sowieso. Ich kündige. Und was jetzt? Ihre Saison ist vorbei. Sie haben keinen Vertrag mehr. Keine Ahnung. Aber es war richtig so. Ich weiß, was hier läuft. Du wirst meine Fahrer los, damit ihr gewinnen könnt. Das lasse ich nicht zu. Ich fahre das Auto selbst, wenn es sein muss. Eigentlich wollen wir euch da draußen schlagen. Auf der Strecke. Oh. Nur aus dem Grund habe ich euch nicht gemeldet. Viel Glück da draußen. Warte, ich zieh das noch nach. Möge der Bessere gewinnen. Das meine ich ernst. Hey, du schaffst es. Jetzt raus und gewinn die Meisterschaft, okay? Denken Sie daran, sich eine Kappe als Souvenir zu kaufen. Yume, 22, nur noch ein Rennen. Ihr beeindruckt mich jeden Tag aufs Neue und ich will euch beide auf dem Podium sehen. Los geht's, der Titel ist in Reichweite. Das Podium ist nur zwei Runden entfernt. Wir sehen uns dort.
ganz nach oben gebracht. Und ich bin so stolz, wie man nur sein kann. Unglaubliche Leistung. Ich danke euch. Seneca hat es geschafft. Was für ein atemberaubendes Finale. Ich frag mich, was in der Känguru dazu gesagt wird. Ein unglaublicher Sieg für die Außenseiter. Unsere neue Champion, Seneca Racing. Was für eine Saison. Eine erstaunliche Saison für die Champions von Seneca Racing. Sie haben die Saison ganz unten angefangen und standen kurz vor dem Bankrott. Sie mussten alles auf einen Neuzugang setzen, hätten bei einem der schlimmsten Unfälle der jüngsten Vergangenheit um ein Haar ihre größte Starfahrerin Yumi Tanaka verloren. Und jetzt das! Sie konnten Raven West vom Thron stoßen und ihre allererste Meisterschaft gewinnen. Von diesem Team ist in Zukunft viel zu erwarten. Und von dieser Saison werden wir noch in vielen Jahren reden. Seneca ist zu einer Rennsportlegende geworden. Seneca hatte einen Wahnsinnslauf in diesem Jahr. Ich habe mir immer noch gedacht, jetzt ist der Geist endlich raus aus der Flasche. War es eine Flasche? Wo der Jen rauskommt, oder war es eine Lampe? Ja, Lampe, Lampe. Okay, also jetzt ist der Geist raus aus der Lampe. Meine Eltern haben geweint am Telefon. Sie haben gesagt, das ganze Restaurant war voll. Wirklich alle haben zugeschaut. Sie sagten, sie waren noch nie so stolz in ihrem gesamten Leben. Hey Mom, hey Dad, vielen, vielen Dank. Ich hab euch lieb. Okay, ich werde es sagen. Du bist gut. Vielleicht wirklich gut. Aber ich bin immer noch besser. Es war Glück. Naja, ich meine, selbst Loser können manchmal Glück haben. Es gibt ein nächstes Jahr. Haben Sie es noch nicht gehört? Was gehört? Schockierende Meldung von Grid. Ryan McCain, Rennsportlegende und ehemaliger Leiter von Raven West, wurde wegen krimineller Verschwörung und vorsätzlicher Gefährdung verhaftet. Es wird vom Ende einer Ära gesprochen. Schaust du Nachrichten? Ja. Sein Gesicht. Pass auf. Der Anzug war teuer. Ich lache nicht, wirklich. Ist nicht witzig. Ist gar nicht witzig. Hm? Ist bitter ernst. Schalt das aus. Na los. Hörst du mich? Schalt das aus! Das war ein unglaublicher Sieg. Was kommt als nächstes? Naja. Seneca hat so viele Sponsorenangebote nach der Saison erhalten, dass Doe vorschlägt, dass ein paar von uns ein neues Team gründen. Wir müssten ganz unten bei den Amateuren anfangen, aber das wären ich, die Hälfte des Motorenteams, unsere Nummer 22. Und moi, Richard. Ich bin schon ganz aufgeregt. Wir machen einen Nackt-Kennenlern-Trip. Okay, ein nackt Eisfischen-Ausflug, ein nackt Minigolf-Turnier. Wir gehen dann auch nackt Fallschirmspringen, ja genau. Und dann spielen wir Cricket, aber das machen wir angezogen, weil Sicherheit geht vor. Yume, was haben Sie jetzt vor? Ich bleibe weiter bei Seneca. Wir haben unsere erste Trophäe, aber es gibt noch viel zu tun. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, wer den freien Platz einnimmt. Seneca Racing. Wie sehe ich aus? War's das?
Ja, alles im Kasten. Gut, ich bin am Verhungern. Habt ihr noch was vor, bevor es zurückgeht nach, wo kommt ihr nochmal her? Southam. Nein, nur im Hotel das Material durchgehen. Und Sie? Essen gehen mit meiner Verlobten. Ja, also wenn ihr auch Lust drauf habt. Auf was? Schon mal nigerianisch gegessen? Ehrlich gesagt, nein. Du, Cameron? Nein. Okay. Dann kommt doch einfach mit. Ist wirklich eins der besten Restaurants in London. Und ich sag das nicht nur, weil es meinen Eltern gehört. Naja. Das klingt echt besser, als nur im Hotel rumzusitzen. Okay. Cool. Danke. Okay, dann los. Ganz entspannt, James. Wir schneiden es später zurecht. Du hast das ja schon mal gemacht. Wenn es nicht gut war, machen wir es nochmal. Ja, schon klar. Alles bereit? Und, muss ich mich vorstellen, oder? Ja, du weißt schon. Ich bin James Randall. Ich bin in den 80ern Rennen gefahren. Und, reden wir über die McCains? Diese netten Gentlemen hassen mich nämlich immer noch sehr. Wie du willst. Okay. Ich sag, ich bin der neue Besitzer von Ravenwest. Das reicht ja, oder? Okay. Dann bringen wir die Show mal nach vorn. Habt ihr das, ja?